Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Ja, ich war in der Nacht noch ein bisschen fleißig und habe hier noch ein Dächlein drauf gezimmert. Und jetzt sollten wir ja hier einen UV-Schutz haben. Allerdings brauche ich noch eine Tür. Und ja, da bin ich halt hier eben so ein bisschen rumgelaufen und habe weiter hier abgegrast, weil für eine Tür brauche ich nochmal 10, 4 Äste und ein Seil. Und ich dachte, ich gehe hier noch ein bisschen um die Insel rum. Aber ihr seht schon, mein Leben ist nicht ganz so, wie es sein sollte, weil hier war wieder so eine Riesenkrabbe. Egal. Ich habe, glaube ich, irgendwo auch meinen Speer fallen lassen, genau. Weil ich keinen Platz im Inventar hatte. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schmeißen mal kurz den Hammer hierher. Nehmen das Zeug. Und ja, ich habe dann halt die Krabbe eben noch gekillt. Dafür haben wir aber jetzt auch Frühstück. Einmal Riesengrabbe. Also wie gesagt, ihr habt mir zwar gesagt, ich soll hier angeblich drei Stück dranhängen können, aber so geht's nicht. Vielleicht muss ich dafür dieses Grillding da drüber bauen. Das kann natürlich sein. Aber auch nicht schlimm. So, ich möchte jetzt nur wenigstens. Oh, hier sind viele neue Setzlinge gespawnt. Das ist aber schick. Also spawnen die auch unter meinem Haus. Das ist weniger schick. Und vor meinem Haus. Aber sie spawnen. Und das reichlich. Das ist schon mal gut. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Ein Seil. Ach so. Warum habe ich denn nie Platz? Ach, ich habe hier auch noch eine Kokosnuss. So. Können wir mal trinken. Und dann gleich in zwei Teile schneiden. Wie schaut's denn aus? Trinken muss ich noch ein bisschen. Komm, ein Mana. Und dann können wir zwei Teile nachlegen. Geht wieder nicht. Ach, jetzt habe ich wieder die Axt weggeschmissen. Jetzt muss ich die Axt gleich wieder zuordnen. Das ist mühsam. So, hat es schon Ping gemacht? Nee. Ihr seht, hier stapeln sich schon die Palmwedel. Aber ja, das kostet echt alles Ressourcen. Hauptsache, wir haben noch genug, um uns halbwegs noch ein Bötchen hierher zu zimmern. Vielleicht würde ich aber auch noch einmal mit dem Floß irgendwie darüber fahren wollen. Diese Insel, es darf nicht wahr sein. Das macht mich wahnsinnig. Warum ist Kuh fallen lassen? Diese Insel, ist das die auf 240? Nee. Die ist auf 240. Aber heute ist auch ein bisschen trüb hier, ne? Vielleicht sollten wir mal zu der da fahren. Die kommt einem auch sehr nah. Vor auf 320. Dann müssen wir zurück auf 140. Das muss ich mir behalten dann nur entsprechend. So, jetzt nicht Q drücken zum Weglegen. So. Perfekt. Was brauche ich denn noch? Vier von denen. Ich habe aber nur. Ich habe aber nur zwei. Nee, die wollte ich gerne behalten. So, hier plätschert schon schön das Wasser durch. Hier ist wieder voll. Ein Palmwedel kann dazu. So. Gut, dass uns hier einer abhanden gekommen ist, aber dass der auch einfach weg war. Und was mache ich mit diesen Schwimmern? Die ich auch herstellen kann. So, gekocht. Anbringen. Na, guck. Uns geht's Bombe. Gut, ja, nichtsdestotrotz, wir brauchen weiter Holz. Wir laufen mal noch weiter hier rum. Das hier ist nur Deko.
Das sieht aus wie eine Mini-Palme. Aber auch eine, mit der wir nichts anfangen können. Hier haben wir noch eine Palme. Da kommen aber auch wieder nur 4 Äste raus. Oder 4 Stöcke. Das ist halt nicht gerade die Welt, ne? Aber nun denn, was soll man machen? Ich finde es überhaupt nicht schön, dass man die ganze Insel hier abholzen muss und die, wenn man dann wenigstens Bäume nachpflanzen könnte, würde ich ja auch noch sagen, okay, und die bräuchten eine Weile zum Nachwachsen. Ja, das wäre was, womit ich vollkommen okay ginge. Aber so ist doof. Ja. So ist halt echt doof. Ach, jetzt passen die nicht mehr ins Inventar. Hier haben wir noch einen Setzling. Ich nehme die immer alle mit, damit entsprechend wieder neue spawnen können. Weil wenn ich die da stehen lasse, spawnen halt keine neuen nach. Zumindest ist so mein Grundgedanke. Das Teil wieder hier dazu. Was für ein Haufen, ey. Obwohl, es sieht schon fast dekorativ aus. Könnte man sich eine Wand mitmachen. So, jetzt haben wir das Seil. Ach so, ja genau, Tür. Ich weiß, wo habe ich denn den? Da. Da ist der Hammer. Ich dachte schon, ich hätte den Hammer verloren. Hammer. So, nee. Und zwar hätte ich gerne Tür. Holztür da rein. Ha. Warum wird es jetzt schon wieder dunkel? Spiel, bitte. Hinten die Insel ist auch nah, ne? Nee, wir fahren erstmal zu der. Die erscheint mir am nächsten. So, das haben wir auf jeden Fall alles. Wie schaut's hier aus? Oh, die war noch nicht da. Mist. Wie lange braucht die denn zum gar werden? Schon ziemlich lange. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Häuschen. Jetzt wollte ich mal schauen. Das hier waren die Möbel, ne? Was ich mit den Haken anstellen kann, weiß ich noch nicht. Leichthaken, Containerregal. Holzregal, Holztisch, Holzreganer, Holzregane, Holzcontainer, meine Güte. Regal. Bett brauche ich Leder, ich habe kein Leder. Ich warte jetzt noch, bis das Essen durch ist. Jetzt ist es gekocht. So. Das ist voll. Das ist voll. Das ist auch voll. So, dann... schmeiße ich mal hier Sachen her, die ich nicht unbedingt unter Wasser brauche. Ah, ein Speer und ein Messer habe ich gerne dabei. Ein Messer, falls wir noch irgendwo was finden. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Also ich habe den Überblick verloren, in welchen... diese Dinger irritieren mich immer wieder. In welchen Fracks wir hier auf der Insel jetzt schon waren und in welchen nicht. Hier ist wieder High Life. Ein Diskus. Kann man die aufessen, die Disken? Was ist denn das für ein Dicker da? Ach, da ist schon wieder ein Hai. So, nochmal kurz hoch. Hier oben haben wir noch...
Also Kisten findet man genug. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich mir Kisten herstellen soll, tatsächlich. Ja, die nehmen wir komplett so auf, wie sie ist. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. So, nochmal kurz hoch. Und wieder runter. So, haben wir hier noch was? Hier haben wir noch einen Container. Nochmal kurz hoch. Also hier sind die Fische auf jeden Fall netter als das letzte Mal da drüben bei dem. Ich finde sie so süß, die Shelby. So, Hammer. Ach, Hammer wieder ein Hammerhai. So, hier ist aber nur noch Container. Ja, ich habe aber auch schon wieder komische Mucke. Ich hänge. Ich hänge. Alter, warum? Ich hänge hier komplett fest. Nee, nicht du schon wieder. Komm du mir nicht und sei böse jetzt hier. Kann man hier irgendwo rein? Nö. Aber das Schiff? Schiff selbst sieht nice aus. Aua! Ja! Er lässt mich auch gerade nicht los. Alter, guck mal, der hat mich voll mitgenommen. Aua! Lass mich! Was ist denn der so pissig? Hör mal! Ah, ich blute. Ich bräuchte vielleicht meinen Verband, ne? Boah, ist der pissig, ey. So, und nun? Ah! Was brauche ich für so einen Verband zum Herstellen? Also ich finde es immer gut, mal einen so dabei zu haben. Der ist doch bestimmt bei Verbrauchsgegenstände. Ein Stoff und eine Schnur. What? Das ist aber teuer. Ein Stoff und eine Schnur. Was haben wir hier? Transportmittel-Filtereinheit. Oh, ein Filter. Treibstoff, Elektronik, dann packen wir die mal da rein. Sinnvoll für tiefere Tauchgänge. Kann ich den einfach, wenn ich die so in der Hand halte, nutze ich die dann automatisch oder? Ah! Ja, nice. Scheint so zumindest, als wenn ich es automatisch dann nutze. Geh mal einen Tacken tiefer. Oder ist sie jetzt schon leer? Die hat doch nur zweimal dran genuckelt. Jetzt macht sie nichts mehr damit. Also wenn ich nur, oder kann ich zweimal meinen kompletten Atem damit füllen? Dann wäre es natürlich was anderes. Leer. Okay.
Zweimal. Ja, moin. Naja. So, was haben wir hier noch? Planke. Planke haben wir hier noch zweimal. Ich dachte, man kann halt bei diesem Schiff irgendwie vielleicht noch unten rein, aber der Hai sagt nö. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Schauen wir mal, was in der alles drin ist. Ein Fernglas. Aha. Das kann nützlich sein. Ich habe doch schon mal irgendwo diese Pistolen gehabt. Ah, die ist hier drinne. Okay. Dann habe ich hier noch so eine Laterne. Warum kann ich die hier nicht? Ja, sie steht, sie steht, sie steht. Gut, dann habe ich nämlich eine im Haus und eine hier. Das finde ich nicht schlecht. So, Taschenlampe, die häufen sich langsam auf. Genauso wie die Fischerspeere. Und jetzt wird es schon wieder, es wird schon wieder dunkel. Und ich war nur bei dem einen Schiffswrack. Man sieht aber jetzt auch schon wieder gar nichts mehr, ne? Man erkennt nichts mehr. Och Mann, das ist doof. Dass man hier nachts eigentlich gar nichts mehr groß machen kann. Hoppla. Mann, sie ist in das Boot gesprungen. Einfach so. Guckt, jetzt ist hier schön hell, da schön hell. Perfekt. Ja. Dann. Ich würde mir auf jeden Fall gerne mal zwei Bandagen machen. So, und zwar Verbrauchsgegenstände. Ach so, da muss ich erst zwei Seile machen. So. So. Ja, jetzt habe ich nämlich wenigstens mal zwei Seile. Das finde ich ganz gut. Ja, dann kann ich ja jetzt gar nicht mehr so viel tun. Ich könnte mal die Kokosnuss noch. Wo ist die Axt? Ach, ich habe auch noch einen Hammer. Der hat jetzt 100%. Und der hat 63. 92, die Axt ist auch wieder nur noch 40. Ah, das Messer geht auch bald kaputt. Ja, dann. Da haben wir noch eine Notration. Die behalte ich aber auch wirklich nur als Notration. So, ist noch Abendessen. Essen ist voll Wasser. Wasser brauchen wir einmal eine ganze Fuhre. Perfekt. So, jetzt kannst du nämlich dropsen. Und hier. So, die Tür will ich eh zwar meist offen stehen lassen. Ja, da muss man mal schauen, was man hier noch alles Schickes bauen kann, ne? Vogelfalle, eine Fischfalle wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber man braucht wieder sechs Äste. Also ich würde
Mich lieber darauf konzentrieren. Also ich hätte gerne irgendwann mal ein Bett. Ich weiß nicht, kann man in das Plankenregal auch Sachen legen? Weil ich weiß jetzt sonst hier mit dem Haus, außer dass ich hier keine UV-Strahlung habe bei Tag. Ja, also ich komme eigentlich hier mit dem so draußen mit meiner Ordnung gut zurecht. Nichtsdestotrotz, uns geht's gut, zumindest halbwegs, bis auf die Hammerhai-Attacke. Wir speichern. Und ich würde sagen, das nächste Mal bauen wir hier ein bisschen am Floß weiter, oder? Das ist eine Maßnahme. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.